Hallo ihr Lieben, heute geht es dem Kürbis an den Kragen. Eine Herbstdeko ohne Kürbis ist eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Und darum versuche ich mal verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, was man alles damit machen kann. Und fange dann auch schon mal an. Viel Spaß dabei! Bei dieser ersten Variante möchte ich den Kürbis ganz gerne mit Serviettentechnik verzieren. Einfach so Servietten, die ein Herbstmotiv haben. Das sieht dann zum Schluss so aus. Und dafür musst du die Serviette nehmen und hinten die letzten zwei weißen Blätter abziehen. Dann bleibt das dünne Deckblatt mit den Motiven übrig. Und dazu brauchst du eigentlich einen Serviettenkleber. Und den hatte ich jetzt nicht mehr da und darum kann ich jetzt auch ganz gut einfach einen weißen Bastelkleber nehmen. Das geht darum, dass der nachher durchsichtig ist. Und das ist der. Den habe ich hier und da habe ich einen ganz kleinen Tropfen Wasser dazu getan, um ihn etwas zu verdünnen, weil der selber ein bisschen dicker ist als der Serviettenkleber. Und damit kann ich dann das schon machen. Du schneidest dir jetzt zuerst die Motive aus, die du ganz gerne haben möchtest. Also in dem Fall würde ich jetzt hier drumherum schneiden oder hier ganz eng am Muster. Nicht ganz das Muster entlang, sondern mit einem kleinen Rahmen. Das würde ich jetzt einfach mal ausschneiden. Und dann kann ich auch schon direkt anfangen, wenn die ausgeschnitten sind. Ich nehme einfach etwas von dem Kleber, mache das unten auf die Fläche drauf und dann kommt ein Stück Serviette drüber und obendrauf tupfe ich nochmal ganz vorsichtig. Der Kleber selber wird durchsichtig und dadurch sieht man nur das Motiv. Ich habe mich jetzt für etwas Herbstliches entschieden, aber wenn du es zum Beispiel sehr romantisch magst, kannst du auch einfach zum Beispiel Blumen oder speziell jetzt Rosen drauf machen. Das ist ja ganz dir überlassen, denn da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Und so kann man jetzt immer rundherum weitermachen, bis das zum Schluss ganz voll ist. Der Kürbis ist jetzt fertig. Jetzt muss er noch ein bisschen trocknen. Und das Schöne an den Servietten ist einfach, dadurch, dass sie so dünn sind, können die sich sehr gut über diese Unebenheiten von dem Kürbis rüberlegen und anpassen. Und dann kann ich schon anfangen, das für die Deko herzunehmen. Bei diesem Kürbis möchte ich ganz gerne ein Muster drauf tupfen. Dafür eignen sich solche Deko-Tassendeckchen. Die sind noch uralt und die habe ich noch mit D-Mark bezahlt, aber dafür eignen sie sich ganz gut. Wenn du so eine Schablone aus Plastik hast, die kannst du natürlich genauso hernehmen. Dann brauchst du noch einen Schwamm, um die Farbe aufzutupfen. Dafür nehme ich dann Acrylfarbe. Und wenn du so einen Schwamm nicht hast, kannst du sehr gut auch aus dem Haushalt so einen Schwamm nehmen. Hier eine kleine Ecke ausschneiden, das geht genauso gut. Ich habe mir jetzt hier ein Loch in die Mitte geschnitten, dann lege ich das oben drauf. Und würde jetzt hier den Rand ein ganz kleines bisschen fixieren, damit mir das beim Tupfen nicht verrutscht. Ich werde das trotzdem festhalten, aber das kann schon etwas verrutschen und dann wäre das Muster nicht mehr ganz so, wie es sein soll. Ganz ein bisschen, so kleine Klebestreifen reichen da schon. Und dann kann ich auch schon loslegen. Dafür nehme ich von der Acrylfarbe etwas, so wie hier, auf meinen Schwamm. Aber ich verteile das ein bisschen. Nicht zu viel drauf tun, sonst geht die Farbe unter die Löcher durch. Und dann einfach von oben drauf tupfen. Und so gehe ich dann einmal rundherum. Immer etwas neue Farbe nehmen, nicht zu viel. Und dann bleibt nur das Muster übrig und nicht so viel Verschmiertes. Dann vorsichtig abmachen. Und so sieht das Ganze jetzt aus.
Meine bald verblühten Chrysanthemen möchte ich noch einmal als Blütenkranz hernehmen und dafür fädel ich dir auf so ein Bindedraht auf. Einfach hier in der Mitte aufpieksen und dann so nacheinander auffädeln. Dann zwicke ich diesen Draht hier ab und verbinde die Enden miteinander. Einfach so miteinander verdrehen, wieder abzwacken und schon ist er fertig. Den möchte ich jetzt ganz gern hier oben drauf legen, aber in der Mitte möchte ich ganz gern eine Kerze hineinstellen. Und dafür schneide ich den Strunk hier oben ab und klebe einen Kronkorken drauf. Und darauf kann dann meine Kerze stehen. Und das mache ich mit dem Cutter. Ganz vorsichtig. Dass es möglichst gerade steht, der Kronkorken nachher. So könnte das bleiben. Dann etwas Heißkleber drunter. Und schon habe ich einen Kerzenhalter. Darum lege ich jetzt meinen Kranz und hier drauf kann meine Kerze. Hier müsste ich noch etwas festmachen mit so kleinen Wachspads kann man die darauf befestigen und dann sieht das so aus. Mit solchen Stielen von dem Heidekraut kann ich auch einen Blütenkranz machen und dafür nehme ich den etwas dünneren Draht, weil ich so drumherum gehen möchte und der biegsamer ist. Dafür fange ich hier an, gehe hier drumherum und lege mir dann schon hier den zweiten drauf und verbinde diese miteinander. Gehe dann hier vorsichtig bei den Blüten etwas diagonal durch und kann ihn so ganz gut biegen jetzt. Mal schauen, es ist mir noch etwas zu klein. Jetzt nehme ich noch den dazu und gehe wieder ganz vorsichtig dazwischen. Wieder bis zum Ende und kann die jetzt hier verbinden. Und dann habe ich einen kleinen Blütenkranz, der auch relativ schnell zu machen ist. Hier nochmal wieder diagonal dadurch. Dann kann ich auch dieses Ende jetzt hier verbinden und dann hier ein bisschen abzwacken. Dann sind wir schon fertig. Den lege ich jetzt einfach so da drauf. Ich kann aber auch so einen kleinen Blütenkranz ganz gut für so eine Kerze nehmen und eben den hier so drum machen. Dann sieht das so aus. Und so sind wieder viele Möglichkeiten entstanden, um eine neue Herbstdeko zu gestalten. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr eure Zeit mit mir geteilt habt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal inspirieren und freue mich auch schon auf ein nächstes Mal. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss, eure Astrid.